Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Stevie. Ja, heute mal ein bisschen früher anfangen, weil es steht so einiges an. Schauen wir mal auf die Karte, was ist denn erntereif? Mais, Sonnenblumen, Soja, Zuckerrüben, Zuckerrohr, was wir nicht haben, Baumwolle und ja, Gras, alles und so weiter. Weißkohl haben wir alles nicht, brauchen wir auch nicht. Ich habe mir mal ein paar Missionen rausgesucht, nicht, dass die wieder ein bisschen verschwinden. Bei Erntemissionen schauen wir mal, eine Striegel- und eine Spritzmission, so. Einmal Mais und einmal Baumwolle ernten. Und wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg zu Feld 50. Da sollen wir striegeln. Eigentlich sehr viele Bedürfnisse, aber viele, sag ich mal, mit Kartons. Müssen wir mal schauen, ob wir da so viel haben. So, was haben wir denn für unsere Felder? Sind fertig. Hier auf Feld 34 habe ich schon den Ernter unterwegs. Ist unser Feld. Dann können wir nämlich auch die Bäume hier lichten. Gucken wir. Dann haben wir Zuckerrüben. Zweimal fertig, hier Feld 39 und 36. Was war noch fertig? So, das waren die. Jetzt habe ich ausgemacht, ne? Ja. Deswegen wurde die auch da nicht mehr angezeigt. So, 29 ist fertig. Das auch nochmal Baumwolle. So, das gehört uns nicht. Hier dürfte Mais drauf sein und ich glaube Feld 38 auch. Oh, genau. So, er ist angekommen. Machen wir mal volle Beleuchtung an. Nichts passieren. Feld 50. Kurs generieren. Ja, ganz oben. Okay. Außerdem ist die beiden Tankwagen noch unterwegs. Der eine holt Wasser vom Klärwerk und bringt die zur Molkerei. Und dann mache ich zurzeit Abwasser beim beim Separator leer. So. Das passt. Gucken, ob wir gleich eine Meldung kriegen. So. Ja, da ist der Abwasserfahrer und das ist der. Wie viele Liter sind hier noch drin? Ich glaube, 3 Fuhren hast du gemacht. Hier ist Wasser noch 100. Komm, 2 Tonnen gebe ich dir noch. Was ist so? Hm. Bin zu weit vorne.
So, jetzt könnte ich den noch einschalten, dann bleibt er, glaube ich, hier stehen und fährt erst los, wenn er voll ist. Ja, wir haben 1%. Gut, das funktioniert. Was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt schon Zucker rüben? Oder wir machen hier Feld 59. Und 58. Wir suchen. Schnappen wir uns hier mal einen großen Traktor. Ja, den müssen wir uns auch gleich schnappen. Und zwar müssen wir das Schneidwerk hier holen. Mal hier an die Seite. Bisschen schräg. So. Kann ich doch einen von hier vorne nehmen. Ist ja eigentlich egal. Ich könnte die auch gleich zum Spritzen nehmen. Aber wir haben ja eine Mission zum Spritzen. Da steht der, der Roboter ist weg. War die ganze Zeit immer ohne Licht. Mal schauen. Das sieht so komisch aus. Okay. Von der linken Seite anfahren. Also müssen wir einmal drehen. Das Maisgebiss. Bisschen links gehen. Ich glaube, er hängt da an dem Seil. Aber höher kriege ich es nicht. Ach so. Jetzt müsste es doch gehen, oder? Das waren die Spanngurte. Das sollte man auch lösen. So, jetzt geht's ganz einfach. So.
stellen wir dich hin, hier an der Seite direkt, würde ich sagen. Und wir kommen sofort wieder, wir lassen ihn einmal vorfahren. Auch wieder ohne Licht. Man kennt ihn. Rausnehmen. Zwei Vorgewinde, wir haben 12 Meter, müsste eigentlich reichen. Scharf, Kurs generieren. Und Job starten. Dann, das ist Feld 59. So, ich habe. Lass mich einsteigen. Er lässt mich nicht. Dann muss ich ihn kurz mal rausnehmen. Schauen wir mal auf. Nächster steht. Okay. Entsperren. Sieht auch ziemlich hoch aus. Mal weiter runter kann ich den, glaube ich, nicht. Nee. Keine Möglichkeit. Gut. Jetzt müssen wir einen Abfahrer organisieren. Oder wir springen jetzt erstmal hier rein, lassen den Anhänger stehen, schnappen uns mit dem die Spritze und machen das andere Feld schon mal. Das 6 Uhr wird gar nicht hell. Gut, wir haben ja schon Oktober. So, welches Feld war jetzt Unkraut bekämpfen mit Spritzen? Feld 5. Ach, 3000. Okay. Fahren wir zu Feld 5. Können wir ja fast selber machen. Wenn wir einen Abfahrer losgeschickt haben, wenigstens einer. Oder richtig. Feld 59. Und ab ins Lager. Er kann da ruhig leer machen. Ist Wasser hier schon voll? Dann geht hier aber sehr wenig Wasser rein. Wasser, genau. 200.000 Liter Wasser, okay. Weil ich hatte nämlich erst... gut, dann bringe das Wasser zur Zellstofffabrik, glaube ich. Die braucht eigentlich immer Wasser.
Mach dich da mal leer. Dann kannst du den nämlich auch zur Raffinerie Diesel holen für den Fischer. Ihr fahrt alle. Das ist gut. Du nicht, aber das ist klar. Dann können wir den auch mal sperren. Da komme ich nämlich, glaube ich, erst mal nicht zu. Was haben wir hier am Abwasser noch drin? Wir hatten 400.000. Über 400.000. Und da haben wir immer noch 250.000. Da haben wir jetzt gerade die Hälfte abtransportiert. Der fährt schon wieder. Bin ich zu weit draußen, genau. Die 138 Liter. Oh ne, 183, nicht 38. Die kriegen wir drüben unter und dann kann der sich wieder. So, Roboter nicht da, super. Dann können wir dich ja hier losschicken. Der 50, was war das denn? Ganz hier oben, ne? Oh, da wird er ein bisschen lange brauchen. 2 Stunden 9 Minuten. Ah, ja. Eben mal rausnehmen. Ja, Mann, dann holst du bitte Diesel. Bei der Raffinerie. Aber nur eine Ladung. Und bringst die zum Fischer 2. Hafengebiet Fischer 2. Und Abmarsch. Das Buttermischwagen. So, du bist hier bei Feld 5 angekommen. Dann klapp dich mal auseinander. Spritzt da ja. Es sieht so aus, als spritze das ganze Feld, richtig? Und nicht so punktuell. Wohl. Da ist die Menge aber dann zu wenig. Und wir haben schon 10% abgeschlossen. Jetzt hier mal rum.
gucken, wie weit wir. Ja, ganz sachte. So, schauen wir mal. Vielleicht können wir einmal so losschicken, Unkraut. Ja. Da ist komplett Unkraut drauf, aber trotzdem verbraucht er nicht viel Dünger. So, dann nutzen wir hier mal wieder die volle Breite aus. So, kannst du erstmal fahren. %64. Dass wir hier so mit der Breite hinkommen. Gehen wir ein bisschen auseinander. Ja, brauchen noch 15%. Hier waren wir ja schon, aber ist ja erstmal egal. Es spritzt ja dann auch nur einmal. Machen wir hier was weg. Ein bisschen was. Können wir ein bisschen schräg fahren. Noch ein bisschen. Mal so gerade aus. Hier habe ich so viel stehen lassen, so wie mir scheint. Zu spät angeschaltet.
Oh, wir sind fertig. Das ist ja super, dann. Kannst du dich eigentlich auffüllen? Komm, die kriegst du auch beim Separator. Und fährst dann zum Haupthof zur Werkstatt. Das ist kein Kurs, ne? Nur ein reinkommender Kurs. So, hier müsste es aber empfangen. Ja, 32.000 Liter Diesel zum Fischer. Ich muss als Autodrive ausmachen. Und einmal starten. Und den einen können wir abgeben. Haben nichts verbraucht, also ist okay. Zweiter Auftrag mit Spritzen. Feld 55. Können wir ihn doch jetzt sagen. Der hat ja jetzt nicht so viel verbraucht. Will er sich auffüllen? Ja. Dann soll er zu 55 fahren. Wie weit ist denn unsere Baumwollernte? Otto ist schon gut dabei. Fahrzeug einsteigen. Wie viele Rollen? Da ist eine. Zwei Rollen erst, okay. Gleich zurück. Was ist denn? Futtermischwagen. Ja, Sonnenblumen sind nicht so ertragreich. Muss mal schauen, ist der Abfahrer denn schon auf dem Feld? Hinten. Ja, und hat sogar schon einmal abgetankt. Ich habe mich jetzt mal rausgenommen, wieder rein. Ja, wir waren gerade bei der Mehlfabrik. Die braucht Leerpaletten und jede Menge Kartons. Wo kriegen wir die denn her? Besuchen wir mal die produziert. 170.000 ungefähr. Haben wir hier. Also wir suchen Karton, genau. Paletten. Ich weiß gar nicht, wie viel hinplassen. Ja, doch schon einige. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ja, passt dann doch nicht.
Aber gut, vielleicht kriegen wir dadurch noch die eine Geschichte voll. Und wie viel haben wir im unterirdischen Lager? 1 schon vorbei. Eine der untersten Karton. Oh, nur noch 25. Das ist, dann haben wir rund 200.000. So, der geht aufs zweite Chorgewende, das ist gut, dann nehmen wir nämlich gleich das Chor raus, da kommt er bestimmt im Tank beim Fahren ab, würde ich sagen. Jawohl. Gerade mal 23%. Ja, da ist ein Riesenfeld. Aber gut, da brauchen wir uns eigentlich nicht drum zu kümmern. Da wird auch gearbeitet. So, dann ein bisschen Sojabohnen haben wir ja auch. Ich weiß gar nicht wofür. Weil wir auch Sojabohnen mal anpflanzen wollten, so ungefähr. Oh, ihr habt Licht ausgemacht. Dann kann ich ja von der Zeit her ein bisschen runtergehen. Oder auf 1 gehen. Haben ja noch ein bisschen was zu tun. Und zwei andere Felder müssen wir auch noch bearbeiten. Du bist nicht voll geworden, okay. Dann schaue ich mal, dass ich das so hinkriege. Ja, und schon voll. Dann bitte zu Feld 55. Und willst du ihn schon wieder auffüllen? Nee. Dann so rum. So, du bist auf dem Rückweg. Dann einmal rausnehmen. Und mal umsatteln. Werkstatt mussten wir vielleicht gleich an, also nicht da. Dann holen wir mal die 25.000 Karton hier raus. Aber ich habe Kartons auch letztens nicht mehr verkauft. Oder hatten wir
Karton schon irgendwo anders findet, ne? Im großen Stil. Ja, dürfen nicht. Kartons. Komplett alles. Wobei, hat ja alles noch 3 Tage Zeit, also in den 3 Tagen sollte auch ein bisschen Karton produziert werden. So, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Stevie. Ciao, ciao. Das war jetzt knapp. Da bin ich beide weg. Die sind ein bisschen weit auseinander. Ja, ich bin aber auch weit weg. So, hier passt es. So, Boden laden wir ab. Nee, machen wir hier außen. Und laden mal neu. Und dann können wir hier nämlich noch die Kartons rausholen. Leider sind es nicht mehr 4 geworden. Komm, wir nehmen alle mit. Okay. Passen die von der Größe irgendwie nicht? Anscheinend nicht. Und der eine verschwindet. Oh. Die Kollision von denen ist nicht so toll, glaube ich. So, wir müssen jetzt so den Apfelplantagen. So, jetzt war es aber auch wirklich. Bis dann, euer Stevie.